Ja, moin Leute, da melde ich mich auch wieder mit einem neuen Video. Ich lasse euch nicht in Ruhe. Dafür habe ich viel zu viel Motivation, ein bisschen was mitzuteilen. Es passiert ja auch sehr viel. Gerade heute ist so ein Tag. Ich habe heute Geburtstag, ja, ich freue mich auch. Und das war ja nicht so. Die letzten Geburtstage waren nicht so schön. Erstens waren auch Geburtstage in Haft dabei und der erste Geburtstag, nachdem ich dann raus war aus dem Gefängnis, der war auch ziemlich scheiße. Ich hatte es ja schon mal gesagt, ich bin dann, ja, wo ich aus dem Gefängnis raus bin, der komplette Wandel weg von den alten Menschen, weg von dem alten Umfeld und so weiter. Das war auch ganz bewusst gewählt. Und das war auch die richtige Entscheidung. Aber nach der Entscheidung, was zu verändern, da wurde es ja erstmal schlimmer. Man steht erstmal alleine da. Natürlich habe ich immer meine Familie an meiner Seite gehabt, die ich auf diesem Wege auch mal dick ist. Wir sind heute richtig fette Homies. Und da bin ich sehr dankbar für, dass sie das alles so mitgemacht haben. Da können wir gerne mal drüber sprechen, was ich denen 20 Jahre lang angetan habe. Auch oh, schlimme Sache, Leute. Denkt darüber nach, auch manchmal, wenn ihr Sachen macht, was ihr auch der Familie damit antut. Und ja, dann war ich aber raus und dann war ja alles zusammengebrochen. Dann war das weg, dann war das alte Umfeld weg, die Anerkennung, die Macht, das Geld, alles. Vieles war weg einfach und man bricht dann so zusammen. Dann war ich 3, 4, 5 Monate raus, dann feiert man Geburtstag und dann sitzt man da. Natürlich saß ich mit meiner Familie da, aber es fehlten natürlich grundlegende Dinge. Es fehlten Freunde im Leben, es fehlte ein Umfeld im Leben, es fehlte eine Lebensgefährtin. Und da saß man dann schon so und da hat man schon so einen Moment gehabt, wo man gesagt hat, war es das alles wert? Aber man wurde dann weiter aufgebaut, besonders die Familie hat mich da gestützt, hat gesagt, pass auf Philipp, es geht bald aufwärts, Schritt für Schritt, erwarte nicht zu viel, zu schnell. Und das gebe ich auch immer wieder mit, das ist so, Leute, erwartet nicht zu schnell, zu viel. Und jetzt, wenn ich dieses Jahr zurückgucke, von dem, wo ich noch relativ deprimiert war, wo ich dann sagte, Mensch, was passiert alles, so viel Ungewisses. Und heute stehe ich hier und ich komme aus dem Grinsen kaum raus. Ich war heute morgens im Frühstück bei meinen Eltern. Ich war gerade noch beim Sport. Ich habe ganz viele tolle Leute haben sich heute schon gemeldet. Ich wurde gestern Abend noch ganz toll überrascht. Es treten so viele tolle Menschen in mein Leben, dass die Baustellen, die ich letztes Jahr gedacht habe, die unüberwindlich sind, wo ich gedacht habe, es wird sich nie regeln, es wird sich nie, das wird nicht so gehen. Und auf einmal ist man wieder mittendrin und diesmal so doll positiv. Das ist das Schöne, es geht diesmal nicht um die ganze Rückmeldungsscheiße mit Loyalität und Respekt und sonst was. Da kann ich ja immer mich drüber lustig machen, so viel, es tut mir leid, Leute, es ist einfach so, das ist alles erstunken und erlogen, zumindest, ich sag mal 95%. Dieses Mal habe ich wirklich sehr, sehr aufrichtige, tolle Geburtstagsgrüße bekommen, von sehr, sehr unterschiedlichen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich frisch befreundet bin, mit denen ich jetzt auch schon wieder länger befreundet bin, wo ich im Ausland unterwegs war, wo ich in Deutschland unterwegs war bei der Arbeit und ich freue mich da so riesig drüber, dass ich das so aussortiere. Das ist die große Stütze und das ist mir auch die Hilfe zurück in die Gesellschaft. Das ist der wichtige Baustein, dass die Hand gereicht wird und das ist so wichtig. Und dann, wenn ich das heute, ich habe mich so gefreut, ich war so gut drauf oder ich bin so gut drauf und dann schreiben unter so einem Video und heute lade ich die Leute ein, wirklich, ich bin heute super gut drauf. Bitte haut ein paar Beleidigungen runter. Ich frage mich, in letzter Zeit, da haben sich immer wieder so ein paar Leute gemeldet, die haben gemeint, sie schreiben da Sachen drunter, wie sie mich beleidigen. Ich habe dich früher mal respektiert, jetzt bist du voll der Verräter, 31er und wir kriegen dich, wir machen dich platt und sonst was. Und dann lösche ich die Leute und blockiere die oder so und da regen sie sich voll auf, wenn ich deren Kommentare lösche, weil ich die Scheiße bei mir nicht unterstehen haben möchte. Ja, und ich möchte dazu sagen, wirklich, es amüsiert mich, weil ich möchte das kurz erklären. Erstens habe ich natürlich sowas wie einen Lotusblüteneffekt, auch wenn ich nicht aussehe wie eine Lotusblüte, aber oder Teflon vielleicht, eine Teflonhaut, wirklich, es prallt bei mir ab. Ich amüsiere mich darüber, weil ich gucke mir die Leute dann an, die das schreiben und dann denke ich mir, meine Güte, ich habe heute hier wieder, was haben wir hier heute, knapp über 20 Grad oder ich bin am Strand, habe die Füße im Wasser, das Sand, das Meer rauscht. Vielleicht gibt es danach noch irgendwo ein kaltes Getränk oder ein Alster oder ein Bierchen oder sowas. Und der andere, der mich beleidigen möchte, der sitzt irgendwo in seinem Zimmer und sitzt vor seinem Rechner oder vor seinem Telefon und sagt so, jetzt gehe ich mal wieder gucken, was der Philipp so macht und dem werde ich jetzt mal meine Meinung geigen. Geilomat, ey. Als wenn mich das trifft, der davor sitzt, der die Botschaft anschreibt und meint, er muss mich beleidigen. Digga, du bist der Verlierer, nicht ich. Mir geht's gut. Ich wollte euch dieses Jahr so präsentieren. Ich freue mich darüber, dass es so ist. Aus dieser Depression, von dem Wandel. Ich habe es immer wieder gesagt, es ist schwer. Es dauert. Aber Leute, wenn ihr offen seid, wenn ihr auf die Leute zugeht, dann treten neue Freunde, vielleicht eine neue Frau ins Leben. Die Familie hält wieder zu einem oder ist auch stolz wieder auf einen, dass man das geschafft hat. Die Arbeit läuft gut. Man ändert sich und viele sehen das von außen. Und das ist die Botschaft, die ich immer wieder gebe.
mitgeben möchte. Es ist jetzt ein Jahr der Reflexion und da freue ich mich sehr drüber. Es hat sich alles doppelt und dreifach gelohnt. Bei dem allen, was man verloren hat, bei den allen materiellen Dingen oder bei diesen großen Dingen, die viele sich einbilden, die so wichtig sind, das, was ich bekommen habe, Glückseligkeit, zu mir selber gefunden und wieder eine ganz annehmbare Person zu sein. Zumindest haben mir das heute einige gesagt, da freue ich mich sehr drüber. Leute, geiles Wetter, ich freue mich nachher auf ein bisschen Besuch und werde ein bisschen Geburtstag feiern. Und ansonsten wünsche ich euch eine Heu von der Küste, obwohl das hier heute nicht so nach Küste aussieht, ne Leute? Also, haut rein!